Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario 64. Wir sind im obersten Stockwerk. Hallo. Betrittst du die Welt zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse offenbart. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Okay, das wusste ich jetzt echt nicht, dass da ein Stern ist. Das habe ich gerade nicht bedacht. Here we go! Ich weiß nicht, ich habe doch früher habe ich so einen Satz irgendwie immer gesagt, oder? Alles nicht? Sonst hier geht's nach oben in die Gefahren. Und irgendwie erkennt man gleich übrigens auf dem rechten Bild, dass da Luigi ist. Und dann so ganz kurzen Animationen. So, gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben. Okay, ich dachte, wir hätten die unendliche Treppe hier. Aber wir haben ja über 80 Sterne, stimmt. Oder 70 oder wie auch immer das war. Na, verdammt. Ach, verdammt. Naja. So, aber irgendwie, auf dem rechten Bild soll man wohl irgendwie, was ist, wenn man diese Kamera nimmt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, theoretisch angeblich soll man wohl möglicherweise. Verstehst du, ne? So, bevor wir aber in das, Uhrenlevel gehen, gehen wir in eins der beiden. Das sind, eins ist ein Special, eins ist ein tolles Level. Eigentlich finde ich das nicht so gut. Okay, die Regenbogenraserei. Reise auf den Regenbogen. Das ist die Welt. Dann machen wir halt erst die Welt. Und die finde ich tatsächlich nicht so schön. Die ist halt extrem kompliziert und extrem, ja, so abhängig, wirklich. Auch wenn die schön gemacht ist. So. Reise auf den Regenbogen. Das weiß ich noch, was das war. Diese Teppiche sind halt einfach der zentrale Bestandteil von dem ganzen Ding. So. Vor allem die bewegen sich halt auch, ja, wenn du nicht dran da bist. Und die verschwinden, wenn du zu lange weg bist. Und hier passiert das. Ich meine, die fallen relativ sanft. Dass du da wirklich immer deine Zeit hast und keine Sorgen dir machen musst. Ist die Frage, wo müsste man lang? Ist das der richtige Weg? Es gibt irgendwie 10.000, ihr seht das ja hier. Irgendwie 10.000 Wege hier. Wow, wow. Eieiei. Okay, irgendwie. Ich dachte immer, die ticken weg, wenn man zu lange nicht da ist. Da ist irgendwie hinten Stern. Diese Welt ist halt mit wirklich 1000 Wegen gespickt. Und hier die, oh, hier die 100 Münzen. Das ist ein Graus, ey. Das sage ich euch. Das ist ein Graus auf dieser Welt. Die 8 roten Münzen, die gehen ja noch. Aber die 100, Alter. Jetzt weiß ich nicht. Guck mal, jetzt ist hier auch wieder links. Klar! Ja, wahrscheinlich! Jetzt ist hier schon wieder der 50-50 Weg, ne? Was nimmst du, was ist blöd? Oh! So, hier kannst du auch zum Beispiel, finde ich, 2 Wege. Das finde ich gut auf dieser Welt. Und, ah ja, da hinten kommt das Haus mit dem Kamin. Oh, ich liebe dieses Haus hier. Das ist wie so ein Hexenhaus. Und da hinten ist noch ein Boot. Da weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige oder falsche ist. Ach ja. Nee, ich liebe diese Welt. Ich liebe diese Welt einfach. Kommt da nicht noch Feuer aus dem Ofen raus? Genau. Nee, diese Welt, also das derzeit ist halt einfach schön. Das finde ich echt, das finde ich nice. Das finde ich nett. So. La 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 Land ist ein ausgeprobierter Film. So, hier ist, glaube ich, das Risiko da, dass der Teppich despawnt, oder? Da lag ich wohl falsch. Die spawnt ja vielleicht doch gar nicht. Und ich habe einfach irgendeinen Humbug gelabert. Das ist natürlich auch machbar.
Wo fahre ich lang? Wieso fahre ich denn jetzt wieder hier runter? La 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 la. Guck mal, ist ein bisschen, könnte man Deppen sagen, ne? Ist Mario am Deppen wäre eh lustig. I am the one you know, with you. Wenn er irgendwie wie das Song geht. Keine Ahnung. Das ist das nicht, oder? Ja, doch. Ist das die Welt? Was ist in dem... Ich hätte hier den Kasten da öffnen müssen. Such das Haus am Himmel. Ne, das ist doch die falsche. Der falsche Stern. Ja, das ist halt einfach, weil es 1000 Arten und 1000 Facetten gibt, hier dieses Ding zu lösen. So, ist das... Ich habe jetzt kein fortgeschritten... Ah, das ist das zweite gewesen. Okay, okay, okay. Keine Sorge. Alles super. La 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 la. So, ich finde das letztlich aber mit der entfernten Kamera besser angucken. Ich meine aber, hier werden... Also, die 100 Münzen sind nicht schwer von der Zahl, aber das ist halt einfach, weil... Du musst überall runterspringen und da musst du ja wiederkommen und alles und... Ah... Das ist scheiße, ich bin tot. La 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 la. Ich könnte das mal gerade testen, wie das hier ist. Ob da das Ding irgendwann mal despawnt. Das war klug. Ja, okay. Wenn man da drauf ist, dann despawnt der Teppich tatsächlich. Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, aber wirklich, das ist... Ich finde, also schön geschaltet, ja, aber es ist halt einfach 1000 Ebenen. Das Ding. Ich hätte vermutlich den anderen Teppich nehmen müssen, dann wäre ich in die andere Welt gekommen. Also, und hier kannst du ja auch, ne? Drei Wege wieder, wo du lang kannst. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich weiß, dass der rechte falsch ist. Das waren schon die... 1000 Ways to Die in Mario. Präsentiert bei Vanva. So. Ich meine, du kommst quasi von jedem Block irgendwie mit irgendwelchen Super-Trick-Shots-Sprungen zu anderen hoch und runter, aber es ist halt schon scheiße schwer. Vor allem mit so einer komischen Kamera halt hier. Aber hier ist das Schöne, ne, Rundumsicht. Das finde ich eine positive Sache auf jeden Fall. So. Schade, ich dachte, da wäre auch irgendwas, wenn ich das mache. Rechts sind wir ja das letzte Mal, also müssen wir diesmal links. Okay, ich will mal gerade was testen. Ich hoffe, das war falsch gedrückt. Geht das gar nicht? Mit einem Fernsprung da drauf? Doch. Das geht. Meine ich doch wohl. Hier war ja auch noch... Ah, die blauen Flammen sind hier, stimmt. Das, aber, ne, das Schiff finde ich auch schön. Also es hat halt zwei schöne, richtig schöne Dinger hier, ne? Das eine ist das Schiff und das andere ist dieses Häusle. Die beiden finde ich halt echt, das ist so süß. Das ist so, Keksebäcker-Stil für mich. Keksebäcker-Oma-Stil. Wow. That was close. Aber ich finde, spätestens ab diesem Stockwerk merkt man, dass die Level halt auch schwieriger werden mit der Zeit. Also, man, es ist... Ja, doch, eigentlich, also, das merkt man schon. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, das ist ja auch weg. Ach du Kacke. Oh mein Gott, das wusste ich wohl. Oh, shit. So, hier ist auch nicht leicht. War das jetzt der Stern? Ich hoffe doch mal. Juhu!
Also auch den Regenwurm. Perfekt. Oh, wir haben 99. Press Start to play. Ja! Jawoll! Wahrscheinlich! Habe ich ausgemacht. Ah, das waren die puren Skills, ne? Aber vorne wollen wir nicht den tragen. Ne? Ja, müssen wir das Ganze nochmal beenden. Also ich dachte mir gerade so, okay, gut. Wenn das so ist, dann ist das eben so. So. Das war das rechte, das weiß ich wohl noch. Ja, ich habe mal wieder die Hammer-Skills auch rausgehauen. Meine ich ja. Ich vermute, jetzt ist es einfach das Falsche, weil sie sich einfach gedreht haben. Nein. Es ist das. Oh Gott, jetzt kommen schon die 8 roten Münzen mit den 100. Eieieiei. Ich weiß hier nicht mal, wo die 100 Münzen sind. Ich weiß es nicht. So. Hier fängt schon an. Ach, doch, doch, das. Die spawnt. Die spawnt. Eieiei. So. Ja, ja, ja. Hier sind auch nochmal viele Münzen. Und dann macht diese Kamera ja auch nochmal Münzen, meine ich. Oder? Und irgendwie, wenn ich da dran komme. Genau. Kommen da auch nochmal viele. Das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich manchmal so dumm. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich manchmal so dumm und grenzdebil bin. Wirklich. Alles klar. Das hat mir noch nie Schaden gemacht, dieses Ding. Wow. Naja, gut. Komm, sagen wir, hoffen wir einfach, dass das reicht. Achso, da es in diesem Level kein Wasser gibt, brauchst du natürlich ein Herz, um sich perma zu heilen. Also brauchst nicht zwangsläufig, aber ist halt dann so, ne? Ist halt Nettigkeit. So, hier ist das Ding, was aber prinzipiell nicht notwendig ist. Wenn man das alles auch ohne schafft. Hier finde ich die Lernkurve sehr interessant. Du musst halt den Wandsprung können und lernen, um hier hochzukommen. Da finde ich es halt echt gut, dass du dir so ungetrübt in diesem einen Level gesagt wird, der lerne den Wandsprung. Und du brauchst den halt einfach immer. Na. Oh oh. Oh oh. Ich brauche die Mütze. Okay, hallo. Genau, die blauen Münzen sind da auch noch. Die waren auch irgendwie scheiße, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche, waren die hier per Wandsprung, oder? Mhm, das geht schon mal nicht. Hallo? Hallo? Ganz im Ernst. Oh, ich hasse den Wandsprung ja so sehr, Mann. Alter, was soll die Kacke? Man lässt ja hier einfach woanders die blauen Münzen. Ich bin halt gerade zu dumm. Nee. Wieso kriege ich denn diesen Kack-Fack-Wandsprung nicht hin, Mann? Was soll die Verkacke? Alter!
Alter, Junge, fick deine dreckige Fickmutter! Was soll die Alpha-Kacke? Verdammten Arschlöcher! Junge, Junge! Das ist doch Aggression, das geht doch nicht! Das ist doch nur... Alter! Ist das überhaupt machbar? Alter, das ist doch nicht machbar! Das kannst du mir doch nicht erzählen! Also ganz im Ernst, das kannst du so nicht schaffen. Das ist nicht machbar. Ach komm, fick doch die kleine Fickhure. Ich gucke jetzt im Internet danach, wie das geht. So. Ist für ein Arsch. So. Regenbogenraserei. Blaue Münzen. Ist mir jetzt gerade zu dumm. Ich guck das so nach. So. Ja. 7 blaue, alles klar. So. Warte mal. Nein, ich will nicht das blaue Feuer. Och du meine Güte. Okay, man muss das einfach so schaffen. Alles klar. Dann machen wir das eben so, was nicht möglich ist. Oh, komm ey! Ja, jetzt geht der Sprung gar nicht mehr. Willst du mich eigentlich verarschen oder meine Mutter ficken oder so? Alter. Reicht jetzt langsam, ne? Macht jetzt langsam keinen Spaß mehr. Die Scheiße. Das ist halt einfach schon dumm. Das ist dumm. Ja, komm. Also ganz ehrlich, ganz ruhig. Ich nehme einfach gleich den Flieg-Cheat. Dann ist mir das auch egal. Ja, komm, fick deine dreckige Mutter. Mutter Mario. Maria. Das ist nicht... Ja, jetzt macht der erste Rücksprung. Natürlich! Natürlich! Warum auch nicht? Jetzt springe ich an der blauen Fuckmünze vorbei, oder was? Ey. Ganz ehrlich, wer hat das Spiel in den Markt gebracht, du kleine missgeburtige Hurensohnmutter? Du kleine Hure! Das geht nicht. Es ist praktisch nicht möglich. Alter, du kannst mich mal. Ja, genau. Macht's einfach nicht. Es macht keinen Spaß. Es macht gerade keinen Spaß.
tut mir leid, aber dieses Spiel hat sich gerade zum Scheißspiel herausgestellt. Das ist halt einfach ein dreckiges Dreckspiel, was zum Dreckficken vereinbart ist. Ganz ehrlich, da hätte ich gerade den Nintendo zurückgegeben damals. Ja, komm, ey, fick deine dreckige Fickmutter, ey. Ja, ich spring vorbei, genauso dumm bin ich. Ach komm, ey, fick doch alles hier, was es gibt. Das ist ein Puff hier. Ich mag übrigens, das bringt ja auch nichts. Das bringt halt auch nichts. Das bringt halt genauso eben wenig gar nichts. Nicht weil die Cheats sind hier sinnvoll in diesem Spiel, weil dieses Spiel einfach so beschisse. Alter. Reicht jetzt mal ganz in deinem Ernst. Du kleine Hure. Es ist nicht lustig. Es ist für euch vermutlich mal lustig, aber und wie soll man das schaffen? Hallo? Ja, geil, mein Spiel ist verbuggt. Ich habe einfach nicht genügend blaue Münzen. Ja, nice! Nice! Ich meine, ihr habt ja gesehen, du kannst nicht schneller hoch. Ich meine, ich habe ja, ne? Weil ich so gut bin. Ja, wie soll man also ganz im Ernst? Nee, es geht nicht. Tut mir leid, aber das geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Sorry, aber es ist nicht möglich. Und wo die anderen Münzen sind, weiß ich nicht. Es ist nicht möglich. Das ist jetzt mal ganz lustig gerade. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst es nicht schaffen. Toll. Super. Ja, dann. Nicht machbar, das sage ich jetzt einfach mal. Das ist nicht machbar. Da haben die irgendwas falsch erstellt. Ich habe einfach hier noch so eine Kackversion, wo der Patch nicht drin ist. Ist das? Das, okay, das ist entspannt. Ohne das geht es. Da muss man sich auch nicht aufregen. Da kann man einfach die Ruhe auf sich wirken lassen. Einfach die ganze Zeit den scheiß Mauszeiger im Bildschirm zu haben. Das ist eigentlich nett. Ist mir auch egal, ob ihr meine Geräusche vom Code Fowler zum Beispiel hört. Ja, sowas passiert halt auch manchmal.
Ja, nice. Das kann passieren. So, was habt ihr denn heute so gemacht? Sagt doch mal. Ich habe auf jeden Fall die Folge.